Ich ahne schon wieder Schlimmes, da war schon wieder. Also ich habe ja schon ähnlich gemacht heute, aber das musste ich leider löschen, weil ich da keinen Ton gehört habe. Und mir ist es egal, ob andere da einen Ton hören oder nicht. Ja, mir geht es darum, dass ich es nicht hören kann und dann lösche ich das. Mittlerweile tue ich das so handhaben. Ja, weil ich machte ja eh, ihr dürft nicht vergessen, ich mache das ja, wie ich schon oft genug gesagt habe, nur für mich. Ja? Für keinen anderen. Ja? Gott sei Dank ist das so. Ja? Ich finde das gut. Deswegen mache ich das auch. Ja, ich muss noch was richtig stellen. Ja? Und zwar folgendes. Natürlich weiß ich, ja, dass nicht nur Brandenburg oder die Menschen hier in Brandenburg mir geholfen haben. In erster Linie habe ich mir selber geholfen. Ja, ich habe gestern erzählt, dass ich mich abgesichert habe. Ja, bei wem denn? Bei mir. Wo sonst? Ja, das sollte jeder tun. Ja. Ist auch ja nicht neu. Also kommt auch noch hinzu. Ja. Ich bin schon so happy, dass ich da morgen zur Versammlung gehen kann, ohne dem Bürgermeister mit irgendeiner Wut entgegenzukommen, ja. Weil bis vor kurzem war ich noch auf dem wütend, ja. Seitdem das da jetzt nicht mehr. Ja, jetzt tut er mir schon wieder fast leid. Ja, also ja, der wird sein blaues Wunder noch kriegen. Ja. Das ist schon wieder. Im Prinzip ist mir das wurscht, ob der sein blaues Wunder oder nicht kriegt. Mir scheißegal. Ja. Also ich gehe ja eh nicht wählen und das aus Überzeugung und dabei bleibe ich auch. Ja, davon lasse ich mich nicht ab. Wer wählt, was macht er? Er macht mit. Ganz einfach. Ja. Ja, ich habe gerade eben gehört, dass es ja Bürger gibt, die sich darüber beklagen, falls es weniger Parlamente in Deutschland geben würde. Daran sieht man, wie krank die Gesellschaft ist. Natürlich ist es doch so, ein Parlament kostet Unsummen. Ja? Dient nur den Politikern, nicht dem Volk. Ja, da sollte man drüber mal nachdenken, ja, aber macht ja keiner hier. Die meisten Deutschen geht es zu gut. Ja? Daran liegt es. Und die kapieren auch nicht, dass sie ständig und überall ausgenommen werden, bis aufs Messer. Ja? Die haben halt genug, ja. Ich sag doch, die Ölgesellschaften haben Tests gemacht, wie weit der dumme Deutsche gehen würde, was ein Liter Benzin angeht. 5 € ist dabei rausgekommen, ja. Also, das sagt doch alles. So, jetzt will ich aber nicht weiter hetzen hier, ja, sondern ich bin jetzt sehr, sehr glücklich hier. Alleine schon gestern, der Tag, der war so geil, ja. So habe ich mir vorgestellt, vor langer, langer Zeit, nun ist er endlich da gewesen, dieser Tag, ja, wurde Zeit für mich, ja, aber das ist ja immer so, ne? 5 vor 12 kriege ich die Kurve und nicht 5 nach 12, ne? Dann ist es zu spät. Okay, ciao.